Und ihr wollt wirklich schon in 3 Wochen heiraten? Das hat sich irgendwie so ergeben. Tja, Wiesenkirchen. Pech gehabt. Sich selbst konnten sie ja retten, aber ihre Frau und die Licht. Ich habe heute Nacht nur ein bisschen aus dem rechten Ohr geblutet. Meinst du, der Schlag von Lukas könnte damit was zu tun haben? Was mich viel mehr interessiert, ist, wie viel Zeit mir noch bleibt. 3 Monate? Ich muss jetzt für Daniel da sein. Schade, dass mir es jetzt eigentlich viel zu spät bewusst wird, wie glücklich wir uns schätzen können für solche Momente. Okay bei dir? Ja. Einfach nur wunderschön. Nahezu perfekt. Wenn ich früher Stress mit meinem Vater hatte, bin ich mich ganz oft morgens raus in die Natur geschlichen. Da war auf einmal die ganze Wut und der Ärger wie weggeblasen. Das hat immer so gut getan. Aber meist ist man viel zu beschäftigt, solche Augenblicke mitzukriegen. Man merkt gar nicht, wie das Leben an einem vorbeirauscht. Ich habe früher nie groß nachgedacht. Immer alles für selbstverständlich gehalten. Mein Job, dich. Erst jetzt, ich meine Krankheit ist mir bewusst geworden, dass wirklich zählt. Nicht der Erfolg im Beruf, das neue Auto, die schicke Eigentumswohnung, sondern dass man den einen Menschen an seiner Seite hat, den man liebt. Daniel gehört immer noch zu meinen wichtigsten Menschen. Und ich bin fest entschlossen, ihn zu einer OP zu überreden. Aber es fühlt sich so an, als würde ich ihm Gefühle vorspielen, die ich nicht mehr habe. Wie schaffe ich es, mir treu zu bleiben und ihm trotzdem zu helfen? Und hast du irgendeine Idee, wie das Gespräch zwischen Hannah und Vincent gelaufen ist? Sofern ich mitbekommen habe, nicht besonders erfolgreich. Also stehen die Zeichen nicht gerade auf Versöhnung. Hannah ist immer noch total verletzt. Kein Wunder nach der Nummer. Tja, dass er sie hochschwanger mit der Erntehelferin beschissen hat, das ist wirklich das Allerletzte. Ich hoffe, dass sie irgendwie noch einen halbwegs normalen Umgang miteinander finden können. Schon allein wegen Helena. Zum Glück ist wenigstens das mit der Arbeit auf dem Hof vorerst geregelt. Ist echt super, dass die Wiesenkirchen an sich so reinhängen, damit der Laden hier weiterlaufen kann. Und du weißt schon, dass es keine Dauerlösung ist, ne? Ich kann mir schon vorstellen, Hannah noch ein bisschen länger unter die Arme zu greifen. Klar, ich meine, dass du deine Schwägerin nicht hängen lassen willst, ist mir schon klar. Aber die Rödelei auf dem Hof, die kommt dir auch ganz schön entgegen als Ablenkung, kann das sein? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du echt lästig bist? Gern geschehen. Sag mal, ist Isa eigentlich sauer, dass du ihr am Ex aufs Maul gehauen hast? Das Thema ist durch. Isa konzentriert sich jetzt voll und ganz auf ihren kranken Ehemann und ich mache eben mein Ding. Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Hast du mich vermisst? Ein bisschen. Richtig, ja. Ich bin nicht dran. Das ist ja ein neues Hobby. Freu dich doch, dass deine Eltern in ihrem hohen Alter noch wissen, wie man ordentlich knutscht. Okay. Hey, was heißt ihr hohes Alter? Ich freue mich für euch, ehrlich. Mein Schädel ist doch Herz. Ich krieg halt gar nichts auf 3 Teller. Das ist ein ganzer Tag gnatschig und das schlaft's gerade mal. Ja, ist doch alles gut. Sag uns einfach, was wir machen sollen und dann geht's los. Kannst hier Treuballen in Scheune verlagern? Super, danke. Alles klar, legen wir los. Das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen, dass du mich extra bis zur Praxistür bringst. Ha? Kennst mich doch. Da bin ich altmodisch ein Gentleman. Bis zur Tür bringen muss sein. Ich weiß noch, wie du mich bei unserem ersten Date beeindruckt hast. Du hast mir nicht nur die Tür aufgehalten, sondern auch noch meinen Stuhl reingeräumt. Ja, den guten Eindruck habe ich dann aber schnell wieder zunichte gemacht, weil ich Hummer bestellen wollte. Ich sehe jetzt noch dein entsetztes Gesicht. Und dann hast du mir noch groß und breit erklärt, warum die Zubereitung von Hummer eine absolute Tierquälerei ist. Dazu stehe ich auch immer noch. Das ist nicht so super, wenn man lebendig in kochendes Wasser geschmissen wird. Deswegen habe ich ja dann Schwertfisch bestellt. Auch nicht besser. Guten Morgen. Ja, morgen. Morgen. Ihr auch früher vorgegangen und so. Ja, das kann man wohl laut sagen. Wir haben uns den Sonnenaufgang in der Natur angeguckt. Das war wirklich schön. Nur zu empfehlen. Vielleicht was für Fabian und dich. Ja, dann. Wollen wir mal mit der Arbeit loslegen? Ja.
Bitteschön. Ein Gentleman der alten Schule. Dankeschön. Gerne. Habt einen schönen Tag. Ja. Mhm. Jetzt gib's doch zu, dass sie total mit dir geflirtet hat. Ja, ja. Was war mit dem Typen vom Nachbartisch? Er hat dich die ganze Zeit angeguckt. Hi. Wir waren heute Morgen frühstücken in einem neuen Café in Brunnthal und es war super schön. Und danach wollen wir ein bisschen shoppen. Das war das ultimative Birthday-Shopping, hat Jürgen gesagt, weil auch wenn ich nächste Woche erst Geburtstag habe, soll ich mir jetzt schon gönnen. Ja, du hast meine Kreditkarte ordentlich zum Glühen gebracht. Zum Glück hast du nur einmal im Jahr Geburtstag. Also, happy birthday, Schwesterchen. Oh, Madonna mia santa. Madonna mia santa, was hast du getan? Was hast du getan? Was ist denn jetzt los? Steht dir denn mir der Teufel oder was? Man gratuliert nicht vor dem Geburtstag. Das bringt Unglück, Julian. So ein Quatsch. Das ist reiner Aberglaube. Das ist Tatsache, la verità. Das bringt Unglück. Na gut, aber vielleicht ist es ja wirklich ein bisschen übertrieben. Hm? Sag ich doch. Janka? Ich brauche nur frische Handtücher. So. Ihr versteht euch ja jetzt mittlerweile ganz gut. Ja, voll. Er ist auch viel netter als gedacht. Ja, ich muss mich jetzt beeilen, sonst kriege ich wieder Ärger in der Praxis. Nett? Dieser Stronzo? Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass sie sich so gut verstehen. Eventuell können wir das für uns nutzen. Okay, Emma, wir würden jetzt gerne einmal deine Lungenfunktion testen, ja? Du atmest erstmal ganz normal aus. Und dann ganz tief durch das Gerät wieder ein, ja? Genau, alles klar. Los geht's. Gut. Das heißt, deine Einatmung hat sich deutlich verbessert. Cool, dann geht's meiner Mom hoffentlich auch bald wieder gut. Und sie kann endlich aus der Klinik kommen. Ich wollte damit nicht sagen, also ich fühle mich bei euch wirklich sehr wohl, ehrlich. Was, ey? Ist doch klar, dass du lieber bei deiner Mama sein willst. Ist ja logisch. Wir sind jämmerlicher Ersatz. Also, ich finde euch voll nett. Okay, gut, dann wollen wir doch mal sehen, ob ich in der Beliebtheitsskala Sarah noch überholen kann mit meinem Fahrservice zur Schule. Hm? Könnte schwierig werden. Aber vielleicht würde ein Schokocroissant die Skala ein bisschen hochtreiben. Bestechung mit Backwaren. Ist eine gute Idee. Gut, machen wir los. Emma, gehst du schon mal vor? Wir kommen sofort nach, ja? Ich muss dir was erzählen. Okay. Also, ich habe heute Morgen vor der Praxis deine Schwester und ihren Ex getroffen. Und die kamen gerade vom gemeinsamen Sonnenaufgang gucken. Also romantisch. Also, sie wirkten sehr vertraut miteinander, will ich damit sagen. Und nachdem Lukas jetzt gesagt hat, dass du auch dieser Aufgabe. Ich hatte schon von Anfang an ein komisches Gefühl bei dem Typen. Schon bevor Lukas mich vor ihm gewarnt hat. Aber gut, offenbar war sein Glioblastom dafür verantwortlich, dass er gewalttätig Isa gegenüber geworden ist. Aber irgendwie traue ich dem Typen nicht. Ich auch nicht. Okay, man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass wir den Typen jetzt nicht besonders gut kennen. Ja. Also ich möchte ihn auch gar nicht näher kennenlernen. Ich auch nicht. Siehst du? Aber es gab mal einen Grund, warum deine Schwester ihn geheiratet hat. Also, vielleicht müssen wir ihm doch eine zweite Chance geben. Vielleicht machen wir uns hier umsonst Sorgen. Vielleicht ist er ja ganz nett. Mhm. Oder wir leiten einfach alles Nötige in die Wege und schützen meine Schwester. Hm? Feli, warte mal. Können wir nachher reden? Ich muss in die Praxis. Es dauert nur eine Minute. Du weißt ja, wir würden am liebsten die alte Post selber kaufen, damit wir auf keinen Verpächter mehr angewiesen sind. Egal, ob das jetzt Julian ist oder der alte Kreuz, das macht keinen Unterschied. Wobei der alte Kreuz wahrscheinlich nicht ganz so lästig wäre. Ja, schon klar, aber ich muss jetzt wirklich rüber in die Praxis. Ja, pass auf, ich habe Julian schon ein Kaufangebot gemacht, was er abgelehnt hat. Allerdings glaube ich, dass er uns nie die alte Post verkaufen wird.
Aus Trotz. Bianca, kannst du bitte zum Punkt kommen? Ich bin wirklich spät dran und ich habe keinen Bock, dass ich eine Abmahnung von der Seeberger Kreuz kassiere. Du verstehst dich doch jetzt super mit Julian. Ja. Kannst du ihn fragen, ob er dir seine Hälfte verkauft für einen guten Preis? Mann, Bianca. Ich habe doch noch nicht mal Geld, dass ich in meine eigene Wohnung ziehe. Wie soll ich mir denn das jetzt leisten? Ich hatte doch neulich einen Termin bei der Bank. Wir würden einen Kredit kriegen. Wir wären dann quasi sowas wie ein Team, was den Kauf angeht. Wie eine GbR. Allerdings wäre es wahrscheinlich besser, wenn Julian glaubt, dass du seine Hälfte kaufst. Wir sind ja nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen. Mann, ich weiß nicht. Ich lerne ihn doch jetzt gerade erst kennen, so geschwistermäßig. Und jetzt gleich so eine Nummer abziehen? Du, darin ist dein Halbbruder Profi. Ich erinnere dich, was er mit uns alles abgezogen hat. Ja, schon, aber irgendwie... Philipp, bitte! Ich sehe sonst keine Möglichkeit, wie wir unabhängig werden können. Es war doch immer unser Traum, dass die alte Post irgendwann mal uns gehört, oder? Okay. Okay. Ich schaue, was ich machen kann. Du bist ein Schatz. Gut. Jetzt hau ab.